waschen und das Auto gleichzeitig polieren in nur einem Schritt? In diesem Video zeigen wir dir, ob es geht. Wenn du dich schon mal mit der Fahrzeugpflege beschäftigt hast, weißt du, um gepflegten Lack zu haben, muss der Lack hin und wieder poliert werden. Du weißt aber gleichzeitig auch, wie viel Aufwand das ist. Und deswegen gibt es ein Produkt von Meguiar's, das dir den Aufwand zumindest im gewissen Rahmen reduzieren soll, das Meguiar's Wash Plus. In diesem Video erfährst du, ob das funktioniert, was dieses Produkt kann und ob du dir tatsächlich die leichte Politur sparen kannst und das gleich mit der Wäsche erledigst. Das Produkt ist nicht wirklich neu am Markt, es gibt es seit ein, zwei Jahren und es verspricht, eine Autowäsche plus intensiv anhaftenden Schmutz zu entfernen, leichte Scuffs, also leichte, ja, nennen wir es mal Kratzerchen zu entfernen, also wegzupolieren, Bugs and Tar, also Teer und Insekten zu entfernen, denn es ist loaded with micro polishing agents, also Es enthält Mikropolierpartikel. Das Ganze funktioniert so, dass es bei der Hauptwäsche direkt auf den Waschhandschuh gegeben wird und quasi beim Waschen poliert. Ob das funktioniert, was das Produkt kann und wofür du es wirklich einsetzen kannst und wofür vielleicht auch nicht, erfährst du in dem Video. Wir starten mit der Vorwäsche, bleib auf jeden Fall dran. So, bis hierhin soweit normal und bekannt. Jetzt geht's an die Haube. Wir wollen mal gucken, was da wirklich an Kratzern entfernt wird. Ich habe jetzt hier ganz normales, also Shampoo erstmal in meinem Waschhandschuh und wasche einmal den Bereich, der als Vergleichsfläche dient. Also die Seite der Haube ist normal gewaschen. Bei der anderen Seite werde ich jetzt einmal den Handschuh ausspülen und mir Wash Plus in den Handschuh hauen. Man sieht, viel Shampoo war jetzt nicht drin, aber es war Shampoo drin. Und jetzt gehen wir mal rüber, packen Wash Plus rein, trocknen dann mal die Haube und gucken, ob es einen Unterschied gibt. So wichtig ist natürlich sehr gut schütteln, weil das setzt sich ab, gerade wenn da Polierkörper drin sind. Die sind schwer und sinken dann nach unten, also da wirklich ein bisschen Kraft investieren. Dann kann man es auch in den Eimer dosieren, wenn man es als normales Shampoo benutzen möchte. Wenn man aber diese Polierwirkung, sage ich mal, haben will, dann muss man es direkt auf den Handschuh machen. Und wenn wir polieren wollen, brauchen wir natürlich ein bisschen Druck. Ne? Ein bisschen Druck und richtig Produkt, weil sonst kann da auch nichts polieren. Und dann gehen wir hier mal in etwas kleineren Bereichen rüber. Weil wenn ich jetzt einfach nur einmal so drüber wische, so, passiert natürlich gar nichts. Ne? Also das ist auch klar. Wichtig ist, immer wieder einen Handschuh gucken, ob der verschmutzt ist, ein bisschen Produkt nachgeben. Wenn du ein sehr verschmutztes Auto hast, würde ich dir tatsächlich sogar empfehlen, vorher normal mit dem Handschuh einmal drüber zu waschen, damit der Schmutz runter ist und du nicht hier durch das hart, also starke Reiben, noch dir Kratzer reinmachst. Das heißt, einmal rüberwaschen, das werde ich jetzt auch gleich so machen. Ich wollte nur hier einmal den Vergleich haben, mit einem normalen Shampoo rüberwaschen und dann mit dem Produkt hinterher. Oder halt eine Seite vorwaschen, umdrehen, zweite Seite Wash Plus drauf und dann hinterher. Wie gesagt, man kann es auch einfach in Eimer tun. Ups, sehr gut, das sollte auch passieren. Vielleicht mal einen neuen Kratzer verursacht. Also man kann es auch in Eimer tun. Ich übertreibe jetzt mal bewusst, weil ich will wirklich wissen, ob das funktioniert. Jetzt haben wir ja auch wirklich genug Produkt drauf. Und dann sollte es auch reichen. Ich würde sagen, wir spülen die Haube einmal ab, trocknen sie einmal aus Neugier und gucken mal, ob da ein Unterschied erkennbar ist. Wie zu erwarten, haben wir jetzt hier keine Lackpolitur durchgeführt, auch wenn ich das schon sehr intensiv gemacht habe. Aber ich bilde mir zumindest ein, wir haben ein bisschen mehr Klarheit in der Oberfläche. Und vor allen Dingen, da sind ein paar Anhaftungen am Lack, die konnten wir tatsächlich entfernen. Es ersetzt jetzt auch keine Lackreinigungsknete, aber es bringt einfach eine intensive Reinigung der Oberfläche. Und genau da ist die große Stärke des Produkts. Denn wenn du ein Lackschutzprodukt, also jetzt keine Keramik, sondern vielleicht ein Wachs, eine Sprühversiegelung oder irgendwas in der Art auftragen möchtest und sagst, ich will den Lack nicht polieren, solltest du ihn auch nicht kneten
zur Vorbereitung. Und um diese Zeit zu sparen und sicher zu gehen, dass nichts an altem Lackschutzprodukt oder irgendwelchen komischen klebrigen Anhaftungen mehr drauf ist, kannst du das Wash Plus einsetzen, um einfach eine optimale Vorbereitung für deine Unterhaltspflege oder für das Aufbringen einer Lackversiegelung auf Wachsbasis oder Sprühversiegelungsbasis zu benutzen. Denn ich möchte dir jetzt mal zeigen, ich werde jetzt hier mal eine Lackversiegelung auftragen, zeigen, dass es perlt, dann gehe ich einmal Wash Plus drüber und dann werden wir sehen, ob die wieder runter ist und dann wäre es der perfekte Nachweis dafür, dass wir damit alte Versiegelungen entfernen können und neue auftragen, denn genau ist das Ziel bei diesem Fahrzeug, denn das kommt jetzt in einen Langzeittest für eine Sprühversiegelung rein, dazu aber in einem anderen Video mehr. Den Zustand wollten wir genau erreichen, das heißt, wir haben eine einzige Wasserlache auf dem Auto, das heißt, da ist nichts mehr drauf, was in irgendeiner Form die Anhaftung der Versiegelung stören kann, also irgendwelche Versiegelungsreste, Tensile oder so, sondern wir haben keinerlei Wasserablaufverhalten, das zeigt mir einfach, dass ich alles runtergewaschen habe und genau dafür ist das Produkt wunderbar geeignet. Wir spülen jetzt fertig ab, trocknen das Auto und sehen uns am Ende nochmal zum Fazit. Jetzt weißt du, dass Waschen und Polieren in einem Schritt ein kleiner Mythos ist. Nichtsdestotrotz, Meguiar's Wash Plus hat für mich einen absoluten Einsatzzweck. Nämlich, habe ich vorhin ausreichend erklärt, wenn ich eine Lackversiegelung in welcher Form auch immer, außer einer Keramik natürlich, auftragen möchte, ohne zu kneten, ohne zu polieren, kommt das immer bei mir zum Einsatz, weil es halt einfach alles runternimmt, was auf dem Lack aufliegt. Funktioniert für mich wirklich gut. Alles andere, eher nicht so, aber trotzdem Produkt, was seinen Platz auf dem Markt definitiv verdient hat. In diesem Sinne, abonniere den Kanal, drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!